Hallo, hi, hi, hi. Huch, ein Fährträger sieht man. Hallo, hallo, hallo. Hier ist eure Iris Riedel von Unique by Iris und mein Bundle Mindset 2 ist gekommen. Eine Pracht, oder? Wie sieht es aus? Ich bin total gespannt. Hab zwar letzte Freitag schon ein lila Make-up gemacht, aber da habe ich ja diese Mascara nicht gehabt. So, das Set ist nur noch bis Montag zu kaufen, aber es ist schon 80%, war es gestern schon ausverkauft. Es wird wohl nicht bis Montag reichen. Also, das ist streng limitiert, gibt es nie wieder in Purple. Dann müsst ihr euch beeilen. So, also Make-up habe ich schon drauf. Die Sprühfoundation, Rouge habe ich auch schon. Jetzt fangen wir an mit Augen-Make-up. Und zwar zur lila Mascara, nämlich das Trusting. Ist ganz hell lila und das, aber ich weiß gar nicht, ob man das braucht, wenn die Wimpern lila sind. Vielleicht hat es genügend Effekt. Wir werden sehen. Ich probiere es ja jetzt auch erstmal aus. So, Augenprimer, damit die Farbe besser rauskommt. Oh, der wird langsam leer. Das reicht für beide Augen. So. Also wie gesagt, ihr könnt diese Purple Mascara mit Purple Shimmer wählen oder die ganz klassische schwarze 4D Mascara. Und auswählen zwischen, ich habe ja diesmal Wimpernserum geholt, weil meins bald leer ist, oder Primer. Wir benutzen heute aber den Primer, weil vom Wimpernserum sieht man ja nichts. So. Kostet zusammen, also die zwei Produkte, 46 Euro, normal 57,50 €. Also habt ihr 20% gespart. Wollen wir das natürlich ganz toll in Szene setzen, damit es auch wirkt. Meine lilane Klamotte sind leider in der Wäsche. Aufpasse, dass ihr kein Lid einklemmt. Ist mir alles schon passiert. Make-up-Fails, glaube ich, habe ich alle schon durchgemacht. So. Okay. Da habe ich nämlich, glaube ich, fast wirklich ein bisschen zu viel Primer, aber ich glaube nicht, dass das was macht. Wir werden sehen, wenn wir anfangen. So. So. Die helle Farbe. Oh, wo ist mein Pinsel? Vorher noch Pinsel geputzt. Ich dachte, ich hätte mir hingelegt. Hier ist er doch. Und das, was ich heute anhab, geht ja auch ein bisschen ansatzweise als lila durch. Seht ihr, die Farbe kommt super raus. Ihr braucht nicht viel. So, und heute reden wir mal auch über das, dass ich immer wieder tolle Frauen suche, die mit mir mitmachen. Also Unique ist echt eine faire Firma. Du wirst bezahlt 3 Stunden nach dem Verkauf, 3 Stunden, wenn eine Kundin was bestellt, 3 Stunden danach habe ich mein Geld auf meinem extra Unique-Konto. Kriegt jeder, man kriegt auch eine Unique-Kreditkarte. Und vor allem, du musst ja auch dran denken, die einzigste Investition für ein eigenes Business. Ich mache gerade so ein Network Marketing hoch. Mein Spiegel blinkt. Ich glaube, die Batterien gehen leer. Ich mache zurzeit so ein Network Marketing Training mit GoPro Challenge. Seht ihr vielleicht auf meinem privaten Profil.
Da hat gestern eine gesprochen von Unique, die hat ein Millioneneinkommen schon seit ein paar Jahren. Die ist eine Farmerin, eine Hühnerfarmerin, wohnt in einem winzigen Nest in Texas und hat ein Imperium geschaffen mit 107 Euro Investition. So, das machen wir heute nicht so arg, nur ein bisschen für die Tiefe möchte ich das, dass das ein bisschen so ein Schimmer wird. Mein Sohn spielt wieder online, wie man hört. Also das ist auf jeden Fall total interessant. Network Marketing hat voll die Zukunft. Müsst ihr ja überlegen. Ihr könnt es alles von zu Hause, von unterwegs. Ihr braucht nur euer Handy. Und ich möchte das einfach auch schaffen. Aber dazu brauche ich ein Team. Das ist eigentlich auch der Gedanke vom Network Marketing, dass man sich ein Team aufbaut. So. Wer Interesse hat oder sich einfach mal interessiert, einfach mich anschreibe, anspreche oder was auch immer. Traut euch, ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit. Ich habe das am Anfang ja auch nicht so glaubt, es gar nicht blickt. Ich wollte halt die Produkte. Aber was sich dahinter eigentlich noch das viel Bessere verbirgt, ist, dass ich lebenslang Prozente auf meine Produkteinkäufe kriege, dass ich nicht gedrängt werde, dass ich arbeiten kann, so viel ich will, solange ich will, oder manche Tage gar nicht, weil ich schließlich selbstständig bin. Dieses alles habe ich vorher nicht gesehen. Die riesige Möglichkeit, wo dahinter steht. Machen wir es noch ein bisschen dunkler. Die riesige Möglichkeit, wo dahinter steht und was es einem eröffnet. So, so ein Schimmer. So. Reicht uns schon an Dunkel, weil jetzt wollen wir ja mal sehen, wie die Mascara. Bin schon ganz aufgeregt. Hab schon von meiner Kollegin gehört, wow, die ist so toll, die ist so toll. Die eine muss für ihre Tochter jetzt eine bestellen. Das ist, wenn man Kinder hat in der Pubertät, die dann auch anfangen, sich zu schminken. Nehmen wir heute auch einen lilanen Lidstrich. Kajal. Weißer nehme ich auf immer auf der Wasserlinie. Egal was für eine Farbe ich unterm Wimpernkranz nehme. Zwar habe ich jetzt den Purposeful, so heißt der. Der ist ein bisschen hell. Der Passionate ist richtig lila. So machen wir mal diesen Passionate. Mal hier ein bisschen so dunkel. Geht ganz super. Sind so weich, die Stifte. Das wird auch verblendet. So. Oh je, mein Sohn, jetzt streitet er mit seinen Kumpels online. Ach, ich hoffe nicht, dass man es so hört. Der ist ja so internetscheu. Der will kein Bild von hinten, gar nichts posten. Und der wüsste, dass man ihn hören kann. So. Jetzt nehmen wir aber den Primer noch dazu. Seht ihr, der ist so gebogen. Hat auch Vitamin E. Pflegt super die Wimpern. Also ich habe Serum, Primer und Mascara. Muss echt sagen, arbeite alle drei super zusammen.
Meine Wimpern sind richtig länger geworden. Und das Serum finde ich halt das Tolle. Das ist auch an der Augenbraue. Habe ich so voll die Lücke gehabt. Und ich schmiere die auch mit Serum ein, wenn ich meine Wimpern. Wenn ich das Serum für meine Wimpern benutze, nehme ich das auch für meine Augenbraue. Also es macht schon einen Unterschied, ob du Primer drunter verwendest, macht die Wimpern länger und stärkt sie auch. So. Mit Vitamine eben. So, die untere natürlich auch. Dann lassen wir das trocknen. So, kämmen wir es aus. So, jetzt nehmen wir mal, glaube ich, mal das Trusting auch als Highlighter, glaube ich nicht. Moment. Machen wir so lange Highlighter, bis das trocknet. Nehmen wir diesen hier. Mag ich ganz arg zum Auftragen, das wird zu Puder. Cream to Powder. Nein, 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 nein. Hier. Verblende jetzt mit dem Puderpinsel. So, hier machen wir es mit einem solchen Pinsel. Kann man natürlich auch mit dem Finger auftragen. Getrocknet sei. Zack. Zack. So. So, aber jetzt tue ich das mit dem Wimpernkamm auskämme. Falls da Klümpchen sind vom Primer. Tatsächlich. Kannst gar nicht erwarten, ey, die lila Purple Shimmer. Ich habe schon mal eine lila nicht gehabt von Unique, aber die hat nicht geschimmert. Die war nur lila. Also Mädels, wer die haben will, ihr müsst euch beeilen. Habe ich vorhin gelesen, zu grüne Auge wäre das besonders toll. Und zu blaue, aber auch zu braune. So langsam aufmachen. Das sieht schon total satt aus auf der Bürste. Bei manchen erkennt man es ja gar nicht, dass die lila sind. Jetzt. Wow. Weiß nicht, ist es zu erkennen. Mein Handy ist so dunkel. Mein Mann hat zu mir gesagt, ich könnte dort Helligkeit, habe ich natürlich vergessen. Eistelle. Mal auf und zu machen, aber jetzt hier Klumpen. Streife ich sie ein bisschen ab. Weil man dann besser arbeiten kann. Wenn da so Klumpen dran sind, ist das schlecht. Ich war heute auch erst gekommen, kann auch vom Transport sein durchgeschüttelt. Total ungewohnt.
Wiggle, Wiggle und Roll. Lass mal trocknen. So, hier unten auch. So. Brauchen wir gar nicht jetzt nochmal eintauchen. Das reicht vollkommen, was da drauf ist. Hier ist es auch schon getrocknet. Ich denke, dass die auch toll aussieht, nur mit Kajal. Also ganz wenig, nur lilane Mascara, weil das schon wahrscheinlich auch für sich selber wirkt. So. So, und das, was ich vorher sagen wollte, mit dieser Whitney Haspin, die ist jetzt Speakerin, die wird jetzt vom Eric Worre, das ist ein ganz großer der Network-Marketing-Branche, spricht die auf so einer Challenge, gibt ihre Tipps. Und so, also ich würde mich so freuen, wenn sich jemand bei mir meldet. Ich habe ja schon ein kleines Team. Jemand bei mir meldet und sagt, ja, Iris, mit dir zusammen, wir machen das. So, das ist die zweite Schicht. Frag mich echt, wieso das an diesem Auge geht so viel besser. Ja, also ich bin entzückt. Die ist also wirklich mit so einem Schimmer. Sieh mal näher hier. Also spiegelnäher. Die äußere finde ich immer sehr wichtig. Macht ein viel schöneres Bild. So, jetzt können wir es noch mal aus. Da haben wir ein bisschen verschmiert, aber da braucht er gar keine Angst, aber die ist nicht wasserfest, die kriegt man sehr gut runter. So. Dritte Lage. Also, das ist schon ein cooles Ergebnis. So, da ist ein kleiner Fleck. So. Also irgendwie die Farbe. Hallo, mein Schatz, mein größter Unterstützer. Schau sie dir an. So. Also die ist echt. Da kann ich echt nur sagen, super, ich war echt am Hadern, soll ich sie nehmen oder nicht. Aber echt, ey. Ich bin froh, dass ich sie genommen habe. Weil dieser Schimmer, ich weiß nicht, ob man das sieht, die schimmert richtig, genau. So.
sind wir schon am Ende. Ich bin begeistert. So, am Ende sind wir noch nicht. Jetzt werden wir aber neben nämlich dieses Pop-Out voll und mache Lippen. So, wieder ein bisschen Ärger, aber so, jetzt nehmen wir mal nämlich das Splash, bin ich blöd, den, ah hier, haben wir vorhin alles bereitgelegt, Snarky, gell, so ein bisschen, ja, Purple passt auch genau zu meiner Brille. Hier ist noch eine Unebenheit. So, jetzt lasst ihr das schön trocknen. Nimm natürlich Setting Spray. Oh Mann. Die Frisur, die Frisur. Die Haar, kennt ihr das vom Bülent Ceylan? Kann ich oft sagen. Die Haar, die Haar. So, Auge zu, Setting Spray. So, hier war wieder eure Iris Riedel von Unique by Iris. Wir sehen uns am Montag. Ich wünsche euch ein ganz wundervolles Wochenende. Und Ladies, denkt dran, 80% ausverkauft von diesem Set. Also schnell zugreifen, sonst ist es weg und es ist limitiert. Es kommt nicht mehr wieder. Also, ein wundervolles Wochenende von eurer Iris, bleibt unique, bleibt ihr selber, bleibt wie ihr seid. Wir sehen uns. Tschüss.